Und das sind die wichtigsten Themen am Anfang dieser neuen Woche. Mehr Impfangebote für 12- bis 17-Jährige. Das haben die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beschlossen und stellen sich damit gegen die ständige Impfkommission. Wurden die Menschen im Ahrtal zu spät gewarnt und evakuiert? Die Staatsanwaltschaft prüft jetzt Ermittlungen zur Flutkatastrophe. Und doppeltes Gold, Ringerin Aline Rotter-Focken und Vielseitigkeitsreiterin Julia Krajewski feiern Olympiasiege. Wir beginnen mit der Diskussion um Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben dafür heute den Weg freigemacht. Alle 12- bis 17-Jährigen sollen ein Angebot bekommen. Damit erhöht die Politik den Druck auf die Experten der Ständigen Impfkommission, die eher skeptisch sind. Unter anderem, weil es noch zu wenige Daten zu möglichen Folgeschäden gäbe. Anselm Stern fasst die aktuelle Faktenlage zusammen. Kinder, Jugendliche und die Covid-Impfspritze. Klar ist, für 12- bis 17-Jährige in Deutschland empfiehlt die STIKO, die Ständige Impfkommission, diese Spritze nur in bestimmten Fällen. Etwa bei Vorerkrankungen wie Immunschwäche oder Fettleibigkeit. Eine allgemeine Corona-Impfempfehlung gibt es hier nicht. Ein Grund, so die Wissenschaftler, die fehlenden Daten. Es gäbe noch zu wenig Studien, zu wenig Wissen etwa über Nebenwirkungen und Risiken. Anders sehen das die zuständigen Experten in den USA oder bei der EU. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA hat eine allgemeine Impfempfehlung ausgesprochen. Ab 12 Jahren für die Wirkstoffe von BioNTech und Moderna. Auch bei den Jüngeren seien diese Impfstoffe wirksam und sicher. Das hätten die bisherigen Studien klar gezeigt. Das ist die Lage. Viele Familien stehen jetzt vor der Frage, Kinder impfen, ja oder nein. In Deutschland gibt es etwa 4,5 Millionen 12- bis 17-Jährige. 900.000 haben sich bislang impfen lassen. Gegen Corona. Das Risiko von Kindern, schwer zu erkranken, sei sehr gering, sagen die STIKO-Fachleute. Wichtiger sei bei den Erwachsenen, eine höhere Impfquote zu erreichen. Die Politik dagegen hat jetzt gerade Schülerinnen und Schüler im Blick, weil in den ersten Bundesländern die Sommerferien zu Ende gehen. Christiane Hübscher mit mehr. Es ist eine der meistdiskutierten Fragen im Moment. Soll ich mein Kind impfen lassen? Ja, sagt die Politik. In einer Videokonferenz der Gesundheitsminister der Länder mit Jens Spahn ist soeben eine extra Impfkampagne für 12- bis 17-Jährige beschlossen worden. Was das Thema der Kinder- und Jugendimpfungen angeht, haben wir einen einstimmigen Beschluss gefasst, dass wir dieses Impfangebot jetzt in allen Ländern unterbreiten wollen. Wir wollen dann zusätzlich im September dann auch in die Schulen gehen und dort nochmal diese Impfangebote machen, um da wirklich alles auch auszuloten. Wer das will, kann das dann auch annehmen. Damit übergeht die Politik die Ständige Impfkommission, kurz STIKO. Die empfiehlt die Covid-Impfung bisher nur für vorerkrankte Kinder. STIKO-Chef Mertens reagiert gereizt. Ich halte den Druck, den die Politik ausübt, eigentlich für wenig hilfreich. Die Debatte über Kinderimpfungen sei nur eine Stellvertreterdiskussion. Für den weiteren Verlauf der Pandemie in Deutschland wäre es absolut erforderlich, dass sich die 18- bis 59-Jährigen vollständig mit dem reichlich verfügbaren Impfstoff impfen lassen. Die Kinder spielen für die Epidemiologie in Deutschland und für den Verlauf der Pandemie eine ausgesprochen untergeordnete Rolle. Doch die Impfbereitschaft der Erwachsenen stagniert. Dazu kommt der Schulstart in mehreren Bundesländern. Deshalb setzt die Politik nun offensiv auf die Jüngeren. Niemand übt Druck aus. Die Impfung von Kindern und Jugendlichen ist allein Entscheidung der Eltern gemeinsam mit ihren Kindern. Und das wird auch so bleiben. Die Politik schafft Fakten, die STIKO zögert. Verunsichert zurückbleiben viele Eltern und Kinder. Ja, dann müssen wir noch mal reden mit Patricia Wiedemeyer in Berlin. Guten Abend, Patricia. Da prallen jetzt zwei Sichtweisen aufeinander. Die einen machen eine individuelle Risikoabwägung für Kinder. Und für die Politik ist Impfen jetzt auch Teil der Schulstrategie. Wie lässt sich das denn den Eltern vermitteln, die da irgendwie mittendrin sitzen?
Ja, das dürfte schwierig werden. Bisher hat sich die Regierung ja an die Empfehlungen der Wissenschaft der Ständigen Impfkommission gehalten. Das soll jetzt nicht mehr gelten, schwer zu erklären. Eine allgemeine Impfpflicht für Erwachsene lehnt die Regierung ab, aber auf Kinder und Eltern wird nun der Druck erhöht. Eltern, die lange Zeit Homeschooling praktiziert haben, werden wohl alles tun, um erneute Schulschließungen zu verhindern und ihre Kinder auch entgegen dem Rat mancher Ärzte dann impfen lassen. Schwer zu erklären wird dieses sicherlich auch, wenn auf der anderen Seite die Impfbereitschaft bei den 18- bis 59-Jährigen nachlässt und sich der bayerische Wirtschaftsminister zum Beispiel weigert, sich selber impfen zu lassen. Es bleibt der Eindruck, dass mit dem heutigen Beschluss versucht wird, einer Herdenimmunität näher zu kommen. Die Eltern aber werden alleine gelassen, stehen vor der schwierigen Entscheidung. Glauben Sie den Gesundheitsministern und Ministerinnen oder der STIKO? Patricia Wiedemeyer, Berlin, herzlichen Dank für diese Einschätzung heute Abend. Jugendliche impfen, was spricht dafür, was spricht dagegen? Sie können mitdiskutieren. In einem ZDF heute live, unter anderem mit einem Mitglied der Ständigen Impfkommission. Um 19.30 Uhr das Ganze in der Heute-App auf YouTube und Facebook. Drehen wir die Zeit mal 6 Wochen zurück. Im ganzen Land sanken die Corona-Zahlen. In Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern starteten die Sommerferien. Die Kinder und Jugendlichen hatten ein stressiges Corona-Schuljahr hinter sich und jetzt geht es wieder los. Aber die Unsicherheit ist zu Beginn des neuen Schuljahres so groß wie zum Ende des letzten. Beatrice Steinicke und Bernd Mosebach berichten. Die 9C ist zurück aus den Sommerferien, das Gerhard-Hauptmann-Gymnasium in Wismar. Es herrscht Maskenpflicht auf dem Schulhof, auf den Fluren und in allen Räumen. Und eine Testpflicht. Zweimal die Woche wird getestet. Ihr müsst euch diese Tests mitnehmen und nach Hause. Und fast alle Lehrkräfte hier sind mittlerweile komplett geimpft. Für die Schüler gibt es ein Angebot. Im Fokus der Kampagne der Bildungsministerin stehen zunächst Jugendliche ab 16. In der ersten Woche wird der Bedarf abgefragt. Wir werden dann ab der zweiten Woche mobile Impfteams in die weiterführenden Schulen schicken, damit die Größeren, die sich ja schon impfen lassen können, dann auch impfen lassen. Und nach eingehender Beratung können ja auch ab 12-jährige Kinder schon geimpft werden. Das ist aber eine Entscheidung, die dann mit dem Arzt gemeinsam getroffen werden muss. Einige Schüler der 9C sind der Politik bereits einen Schritt voraus. Ich habe mich schon impfen lassen, aber ich kann gut verstehen, wenn Leute noch auf die Empfehlung der STIKO warten, weil das Risiko, dass Jüngere schwerer erkranken, ist ja deutlich geringer. Und ja, ich finde, das sollte jeder individuell entscheiden. Ausbaufähig ist weiterhin die Ausstattung der Schulen, etwa mit Luftreinigungstechnik. Wir hätten ein flächendeckendes Investitionsprogramm für Luftreinigungsanlagen benötigt, um eben gerade die Gruppen zu schützen, die sich nicht schützen können. Zum Beispiel die Kinder unter 12 Jahre, was die ja noch kein Impfangebot bekommen können. Flächendeckende Schulschließungen etwa für komplette Landkreise will die Landesregierung im neuen Schuljahr möglichst vermeiden. Die Gesundheitsämter vor Ort sollen individuell entscheiden. Auf manche Menschen kommt im Herbst wohl eine dritte Impfung zu, um den Schutz vor dem Virus aufzufrischen. Auch das haben die Gesundheitsminister beschlossen. Betroffen sind zunächst die, die als Erste geimpft wurden, Hochbetagte, Pflegebedürftige und Menschen mit einer Immunschwäche. Jetzt in der Sendung unser nächstes großes Thema. Seit die verheerenden Überschwemmungen das Ahrtal heimsuchten, mehren sich kritische Fragen. War der Tod von mehr als 130 Menschen wirklich nicht zu vermeiden? Hätte man nicht früher warnen und evakuieren können oder müssen? Jetzt werden die Vorwürfe konkreter. Der Landkreis Ahrweiler soll auf dringende Warnungen der Landesbehörden erst mit Verzögerung reagiert haben. Die Staatsanwaltschaft prüft. Bobby Cherian berichtet. Das Aufräumen im Kreis Ahrweiler läuft weiter. Und eine Frage geht weiter um. Haben die Behörden vor der Flutkatastrophe Fehler begangen? Nach der verheerenden Unwetterkatastrophe im Ahrtal prüft die Staatsanwaltschaft Koblenz die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens. Wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung. Infolge möglicherweise unterlassener oder verspäteter Warnungen oder Evakuierungen der Bevölkerung. Gegen wen sich der Verdacht konkret richtet, blieb heute offen. Experten kritisieren vor allem den Landrat des Kreises Ahrweiler. Dieser habe am 14. Juli viel zu spät den Katastrophenfall ausgerufen, obwohl das Landesumweltamt bereits um 8 Uhr abends besorgniserregend hohe Pegelstände meldete.
Man saß wohl weiter zusammen, hat aber anders als andere Landkreise erst viel später, nämlich um 23.09 Uhr, Katastrophenalarm ausgelöst. Und das muss der Landrat letztlich erklären. Für ein Interview stand der Landrat dem ZDF heute nicht zur Verfügung. Viele Menschen im Kreis Ahrweiler sagen, die deutlichen Warnungen kamen hier zu spät. Es gab zwar allgemeine Hinweise auf Hochwasser, aber im entscheidenden Moment am Abend des 14. Juli, als das Wasser rasant stieg, gab es weder Megafonansagen noch Sirenen. Die Warn-Apps fielen zum Teil aus. Und so wurden viele Menschen ahnungslos im Schlaf vom Wasser überrascht. Fast 3 Wochen liegt die Hochwasserkatastrophe zurück. Seitdem wird aufgeräumt. Jetzt beginnt die rechtliche Aufarbeitung. Wenn Sie den Menschen im Katastrophengebiet helfen wollen, das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe hat ein Spendenkonto eingerichtet. Die IBAN lautet DE 65 100 400 600 100 400 600, Stichwort ZDF Hochwasser. Weitere Informationen auch im Internet und im ZDF Text. Und jetzt zu einem Schiff der Bundeswehr und seiner Mission, die offiziell als Präsenz- und Ausbildungsfahrt gilt. Und doch so viel mehr ist. Heute stach die Fregatte Bayern in Wilhelmshaven in See. Ein halbes Jahr lang soll sie im Indo-Pazifik kreuzen. Also in der Gegend, die in etwa vom Horn von Afrika südlich bis Australien und östlich bis hinter Japan reicht. Aus dem Grund für die Fahrt macht die Bundeswehr keinen Hehl. Gemeinsam mit Partnerländern wie den USA will man den Machtansprüchen Chinas in der Gegend etwas entgegensetzen. Andreas Huppert. Alles bereit für die große Fahrt. Das Ziel der Indo-Pazifik. Die Mission Präsenz zeigen in einer Region, die geopolitisch und wirtschaftlich zu den wohl wichtigsten im 21. Jahrhundert gehört. Deshalb hat die Bundesregierung entschieden, Deutschland soll dabei nicht außen vorbleiben. Der Indo-Pazifik ist ein Raum, der für uns von Interesse ist. Auch dort geht es um regelbasierte Ordnung, von der wir profitieren. Und wir sind gemeinsam mit den Partnern vor Ort, um etwa die Freiheit der Schifffahrt auch zu garantieren. Es sind vor allem die USA und Frankreich, die die Deutschen an ihrer Seite sehen wollen, um geballt dem Machtstreben der Chinesen im Indo-Pazifik entgegenzutreten. Denn Peking erhebt territoriale Ansprüche in der Region, rüstet dort erheblich auf, baut auf Atollen zum Beispiel modernste Militärbasen. Der Indo-Pazifik ist die wirtschaftlich aufstrebende Region, die globalen Warenströme verlaufen durch die Region, sodass natürlich jede Störung durch regionale Krisen sich auch bei uns bemerkbar machen würde. Vor Ort sollen die gut 230 Soldatinnen und Soldaten an Bord der Bayern an Übungen und Manövern mit Verbündeten teilnehmen. Völlig überflüssig sei diese Mission, sagt die Linke, und das auch noch ohne Zustimmung des Bundestages. Es ist ein fataler Fehler, es ist ein Hintergehen des Bundestages, es ist eine Konfrontation und trägt nicht zur Sicherheit bei, sondern ganz im Gegenteil. Bis Februar ist die Bayern unterwegs. Schon jetzt, so ist zu hören, soll das nicht die letzte deutsche Mission im Indo-Pazifik bleiben. So, und jetzt zu Olympia und zum dramatischen Kampf einer Sportlerin aus Belarus. Nicht um Medaillen, sondern um ihre Freiheit. Kristina Timanowskaja hatte es gewagt, belarussische Funktionäre öffentlich zu kritisieren. Daraufhin sollte sie nach Hause zurück, schaffte es aber auf dem Flughafen in Tokio, sich abzusetzen. Annegret Oster berichtet. Die polnische Botschaft in Tokio, Ankunft von Kristina Timanowskaja. Ist das vorläufige Ende einer gewaltsam versuchten Entführung ihrer eigenen Sportlerin durch die belarussischen Machthaber? Diesen Hilferuf veröffentlichte die Sprinterin gestern Abend. Ich bitte das Internationale Olympische Komitee um Hilfe. Ich bin unter Druck gesetzt worden und sie versuchen, mich gegen meinen Willen aus Japan auszufliegen. Timanowskaja hatte den Flug verweigert, bei der japanischen Polizei Hilfe gesucht und anschließend die Nacht in einem Hotel am Flughafen verbracht. Die neue Heimat der 24-Jährigen wird wohl Polen werden. Frau Timanowskaja hat ein humanitäres Visum beantragt. Dieses Visum wird ihr natürlich erteilt. Wir haben ihr die Möglichkeit angeboten, ihre sportlichen Aktivitäten in Polen fortzusetzen. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch und der Verein der Athleten Deutschland haben das IOC dazu aufgerufen, entschlossen gegen das belarussische Olympische Komitee vorzugehen.